So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem The Sacred Stones. Nachdem ich jetzt mit fast allen Charakteren außer Franz und Ross trainiert habe, geht es endlich weiter. Wir haben hier den Penner hier noch zu erledigen. Ja, einem Zyklopen. Anmerkung hier, die sind nicht wirklich stark, aber sie haben verdammt nochmal viel KP, ey. So. Dann machen wir jetzt hier das Schluss im Schacht. Bam! Ziehen Gott sei Dank mehr. Zwingangst bekommen, das ist doch ganz nett. So, Mission geschafft. Wird auch Zeit. Die feindlichen Truppen wurden bezwungen. Wir kümmern uns jetzt um die Verwundeten. Verstanden, wir werden uns in der Stadt ausruhen. Bis wir dazu bereit sind, weiterzuziehen. Füllt die Vorräte auf und lasst die Truppen ausruhen. Er erinnert die Soldaten daran, dass jeder, der die Gesetze dieser Stadt bricht, mit einer strengen Bestrafung rechnen muss. Bleibt noch etwas? Entlang der östlichen Grenze sollten wir Verteidigungsposten aufstellen. Nur für den Fall eines Angriffs. Die Hauptstadt ist nicht weit und neue Truppen könnten jederzeit eintreffen. Ein guter Punkt. Also gut, drei Wachmannschaften sollen sich ablösen. Und dann, ja. Bitte verzeiht Abraham. Und er flieht. Beziehungsweise sie flieht. Mirif ist verschwunden, bist du sicher? Ja, sie wird seit heute Morgen vermisst. Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf. Ich glaube, sie ging aus freiem Willen. Aber wo ist sie hin? Hat sie denn niemanden gesehen? Einer der Wachleute berichtet, er sah eine junge Dame in Richtung Osten gehen. Er sagte, ihr Schritt kam ihm unstet vor. Es kann sein, dass sie es war. Bereitet euch für den Aufbruch vor. Wir reiten nach Osten. Prinz Abraham. Ich handle nicht aus purer Emotion, Seth. Auch die Hauptstadt liegt im Osten. Seth, du wirst deinem Commander und König gehorchen, hast du verstanden? Hör zu, ich weiß, dass es wahr, was du sagtest. Im Moment bin ich nur ein König aufgrund des Titels. Ich weiß, dass ich meine Pflicht als Commander noch vor mein Leben als Mann stellen muss. Und sobald ich gekrönt bin, werde ich höchstwahrscheinlich genau das tun. Doch bin ich jetzt noch nicht bereit, mich von meinem Mitgefühl zu trennen. Irgendwie werde ich die Mitte finden, um mein Land und mein Volk zu retten. Es ist mein Wunsch, ein König von solcher Art zu werden. Und so soll auch der Mann sein, der ich sein muss. Dabei brauche ich deine Hilfe, Seth. Das verstehe ich, Prinz Abraham. Wenn dies eure Entscheidung ist, dann werde ich mein Bestes tun, um euch dabei behilflich zu sein. Darauf zähle ich. Ich bitte für deine Sicherheit, Mirif, oder wie du ja auch heißt. Egal, weiter geht's. Zahalbul-Sumpf. Abraham führt die Gruppe auf der Suche nach der vermissten Mirif in die Sümpfe von Zahalbul. Von Soldaten und Dörflein erfahren sie, dass Mirif von General Selena, einer von Grados führenden Kommandanten, gefangen genommen wurde. Diese wurde zuletzt, als sie in Richtung Osten unterwegs war. Um ihren Gefährten zu befreien, wird die Gruppe nun zum Kampf gezwungen. Leider. Abraham fasst sich ein Herz und stellt sich der Realität, Selena im Kampf gegenüberzutreten zu müssen. Kapitel 13 Flusspaths Schwur. Dies ist also ein Drachenstein. Die Beschreibung war sehr akkurat. Er sieht aus wie ein herkömmlicher Edelstein. Wenn nur seine Majestät mir nicht befohlen hätte, ihn direkt in die Hauptstadt zu bringen. Ich hörte Berichte, dass Prinz Abraham und die Armee von Freelia in der Nähe gelandet seien. Wenn ich nicht diese verdammten restriktiven Befehle erhalten hätte, könnte ich... Gib ihn zurück! Was? Den Stein, bitte, gib ihn mir zurück! Du bist... Gib mir den Stein zurück, bitte, ich würde alles dafür tun. Warum willst du den Stein haben? Wer bist du? Aus Grade stammst du nicht, so viel ist sicher. Ohne den Stein werde ich, bitte, gib ihn mir zurück. Antwort auf meine Frage. Mein Name ist Mirif, ich komme aus dem Düsterwald. Ich wurde verraten und mein Stein wurde mir genommen. Ich wurde gefangen genommen und eingesperrt, um irgendwohin gebracht zu werden. Prinz Abraham kam, um mich zu retten. Seitdem reise ich unter seiner Obhut. Du gehörst zu Abraham? Ich kann dich nicht ziehen lassen. Vielleicht sollte ich dich mit mir in die Hauptstadt nehmen. Wartet, ihr seid aus Grado. Sagt mir, ist irgendjemand in eurer näheren Umgebung? Habt ihr bei den Menschen, mit denen ihr verkehrt, vor kurzem eine Veränderung festgestellt? Veränderung? Was meinst du damit?
Jemand in eurer Nähe? Hat sich irgendjemand gewandelt, egal ob im Geist oder im Verhalten? Benimmt sich jemand so, als wäre er eine gänzlich andere Person geworden? Wie kannst du das wissen? Die Dunkelheit trägt die Schuld dafür. Ich bin hier, um sie aufzuhalten. Du wirst mir mehr erzählen. Sollte ich feststellen, dass du lügst, werde ich dich dafür bestrafen. Hast du das verstanden? Ja, seid ihr bereit? Denn ich werde euch nun alles berichten. Ich verstehe. Mirif, ich glaube, ich habe alles verstanden, was du mir sagtest. Gut. Aber ich vermag es nicht zu glauben. Wie könnte ich es mir auch erlauben, all dies zu glauben? Denn wenn es wahr ist, dann ist deine Majestät bereits... Dame Selena, was ist das? Das ist ein Flusspart. Seine Majestät gab ihn mir, als ich zum General ernannt wurde. Dieser Edelstein ist der Beweis meiner Verpflichtung. Er ist einer von Grados Schätzen. Ich erhielt ihn vor Jahren, doch ich kann mich an jenen Tag erinnern, als wäre er gestern gewesen. Das Lächeln auf dem Antlitz seiner Majestät, was war voll solcher Sanftmut. Seine Stimme war voller Würde und Barmherzigkeit. Dame Helena, ihr liebt euren Imperator, nicht wahr? Wie kannst... Ich kann es sehen. Dame Helena, ich kann sehen, wie sehr ihr... Seine Majestät ist überaus mitfühlend. Du musst wissen, dass ich eine Gemeine bin. Ich wuchs in einem heruntergekommenen, völlig verarmten Dorf auf. Meine Familie konnte es sich nicht leisten, die Steuern zu entrichten. Niemand konnte es, wir waren völlig verzweifelt. Einige von uns zogen schreckliche Dinge in Betracht, um an ausreichend Geld zu kommen, so dass wir den Winter überleben würden. Doch dann kamen plötzlich Versorgungsgüter an. Uns wurde gesagt, sie kämen vom Imperator persönlich. Er schickte sie an uns, eine arme Grenzstadt, die nicht einmal in der Lage war, für die Steuern aufzukommen. Benachbarte Königreiche mögen geglaubt haben, der Imperator wäre wahnsinnig geworden, so zumindest seine Vermutung. Aber seine Majestät kümmerte sich nicht um sein Ansehen unter anderem Herrschen. Er kümmerte sich eher um sein Volk, er hat uns gerettet. Im nächsten Frühling ging ich in die Hauptstadt und wurde Soldat. Später dann wurde ich in den Ritterstand erhoben. Ich wollte mein Leben dem Imperator widmen, der es einst gerettet hat. Ich fühlte, dass ich seinen Traum verstand. Ich fühlte, dass ich seine Vision teilte. Dame Selena. Mir rief diese Welle der dunklen Energie, von der du sprachst. Kann dieses Böse eine Person denn wirklich vollständig verändern? Ja. Jede Spur ihrer Persönlichkeit würde verzerrt werden. Vernichtet. Wie kann man diesen Prozess umkehren? Es tut mir leid, das ist unmöglich. Ich verstehe. Dame Selena, feindliche Truppen kommen auf uns zu. Wir erwarten eure Befehle. Verstanden, sagt den Männern, wir werden sie frontal angreifen. Mirif, ich werde dich ziehen lassen. Kehre an die Seite des Prinzen zurück. Ich entschuldige mich, aber ich kann dir den Drachenschein nicht zurückgeben. Ich schwor ihn nie wieder in meiner Pflicht für seine Majestät zu versagen. Wenn du den Drachenschein zurückhaben willst, sag Ibrahim, dass er mich zuerst besiegen muss. Aber das ist... Geh jetzt, dieser Ort wird schon bald in das Rot des Blutes getaucht sein. Na, sie meint's ernst. Alle Truppen zu den Waffen, für die Glorie von Grado. Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt, dass wir gegen einen General kämpfen. Prinz Ephraim und Grados Truppen stellen sich an der Front auf. Ihr Commander ist ein General Grados. Es ist Selena, der Flusspart. Oder Spart. Selena, ich hörte, sie führt die Macht des Gewitters. Und diese Macht setzt sie ein, um ohne Gnade aus der Ferne anzugreifen. Prinz Ephraim, ich dränge darauf, mit äußerster Vorsicht zu agieren, wenn ihr euch sonst solch schrecklicher Magie stellen müsst. Okay, also wir könnten den Kampf recht schnell beenden, aber wie wir gerade sehen konnten, gibt's dort Häuser. Und wir müssen natürlich mal wieder die Häuser durchgucken, weil es sein kann, dass da wirklich was Interessantes für uns sein könnte. Das heißt dann für uns wiederum, dass wir ein bisschen... gucken müssen, wie wir es jetzt richten. So. Da. Bam. Ach ja, du kannst sie auch ein Schwert führen. So. Los geht's. So, und da sind schon zwei Charaktere.
Prinz Ines sagte, sie würden hier irgendwo sein. Also wo in aller Welt ist dieser Abraham denn nun? Aus dieser Distanz kann ich nicht sagen, welche Armee aus Frelia und welche aus Grado kommt. Wir müssen näher ran, wenn wir solcherlei Dinge erkennen wollen. Ah, hm? Oh, was für ein bezauberndes Mädchen. Schon in Ordnung, komm hierher. Du scheinst mir ein wenig zu jung zu sein, um ganz allein zu reisen. Hast du dich vielleicht verirrt? Es besteht kein Grund, sich zu fürchten. Der Kerl mag zwar unheimlich aussehen, aber so übel ist er auch gar nicht. Jetzt ist es aber gut, hm? Aber so Unrecht hat sie nicht, weißt du? Wenn du weiterhin ein so angsterfülltes Gesicht aufsetzt, wirst du damit noch meine Gefühle verletzen. Bitte, Kleine, verrate uns doch deinen Namen. Ich bin Mirriff. Ich möchte an Abrahams Seite zurückkehren. Abraham? Wir sollen jemanden dieses Namens brauchen. Kannst du uns helfen, ihn zu finden? Ja, er ist dort drüben. Hey, warte doch! Und jetzt geht's weiter, Gelaberer. Abraham, Mirriff, es geht dir gut. Dem Himmel sei Dank. Abraham, es tut mir leid. Mirriff. Es ist nur, weil ich euch gezwungen habe, mich mit euch zu nehmen. Ich wollte euch nicht länger eine solche Last sein. Aber alles, was ich nun erreicht habe, ist, dass ihr euch noch mehr sorgt. Es tut mir leid. Schon in Ordnung, Mirriff. Ihr solltet derjenige sein, der sich entschuldigt. Ich habe mein Versprechen gebrochen, stets über dich zu wachen. Die Schlacht wird nun bald folgen, oder beziehungsweise beginnen. Ich möchte, dass du dich weiterhin im Hintergrund aufhältst. Abraham, das sind keine bösen Menschen. Ich konnte mit einer von ihnen sprechen und sie hörte mir zu. Also gut, ich werde alles tun, um sie davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Mir ist es leider nicht möglich. Also ich habe bisher noch keine Situation, oder mit allen Charakteren habe ich es versucht, sie auf unsere Seite zu bringen, weil sie ist ja wirklich keine schlechte, ne? Deswegen, selbst mit Duanel und so, kriegt man nichts. Selbst wenn man Abraham dahin packen würde, würde sie nicht rekrutiert werden. Leider. Ich habe es nicht geschafft. Wenn irgendjemand wüsste, wie es eventuell geht, das würde mich dann schon stark interessieren. Okay, interessante Musik. So, machen wir gleich aus. So, direkt könnten wir ja schon durchbrechen, aber wir haben hier leider noch zwei Dörfer zu erkunden und die müssen leider erkundet werden. Auch wenn ich da auch keine Lust zu habe. Ich meine, in einer wäre was ganz Wertvolles drin und somit, ja, Frage geklärt, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Jo, ich glaube, damit ist die Frage schon eindeutig geklärt. Ach ja, Eisenschwert habe ich hier nur einmal. Ich vergaß. So, 44 Gegner hatten ist unsere Aufgabe. Ich weiß jetzt nicht, ob da ganz wie viele da noch nachkommen. Also ganz ehrlich, die Mission habe ich recht nicht oft gespielt. Um das jetzt gerade sicher zu wissen. So, auch down. Die Gegner sind auch kein Problem. Ich glaube, ich könnte sie, könnte auch mit Komak im Alleingang sie erledigen. Gucken wir gleich mal. So. Na, die dürfen wir auch nicht vergessen. Jo, die ist richtig übel. Also die meisten Charaktere habe ich die Stärke auf Maximum gebracht. Das wird dann ganz lustig. Ja,
In soweit, dass es richtig lustig werden wird, nie? Ja, wir ziehen sehr viel. Bei einigen mehr, bei einigen weniger. Zum Beispiel bei Joshua haben wir nur eine Angriffsstärke von 20. Ja, von 20. Das ist doch ein bisschen wenig. Hatte ich auch das Gefühl. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, die Penner sind hinter uns her. So. Irgendwo einen Bogenschützen? Nein. Gut. Den gehen wir runter. Ha. Ja, wer es gerade aufgepasst hat, da war 24, stand 24 und er hat 25 KP gehabt. Aber durch die besondere Fähigkeit Stich ziehen die Angriffe ein bisschen mehr. Kann hilfreich sein. Wortwörtlich. Also ich fand das sehr hilfreich immer. Scheiß Entfernung. Ja, ich hasse Entfernungsangriffe. So, Fluss spart, seine Majestät verliert mir diesen Namen. Und daher greife ich jetzt erstmal mit Gewitter an. Und das noch weitere viermal. Ja, und man sieht, ja, der Gegner bekommt mehr. Ja, der bekommt leider mehr Einheiten. Weil wir leider noch nicht komplett durch sind, können wir Selena noch nicht umnieten, auch wenn ich das wollte. Ja, leider. Tut mir ja auch leid. Sorry. So, die Dame Selena besucht unser Dorf sehr oft, wenn sie auf Patrouille ist. Sie kam uns sogar zu Hilfe, als wir von Banditen angegriffen wurden. Bitte, ich bitte euch, tut Dame Selena nicht weh. Kann man nicht machen. Egal wie schön der Wunsch ist und egal wie sehr ich ihn gerne erfüllen würde. Es wird nicht passieren können. Wir werden sehr wahrscheinlich bis wir werden sie umnieten müssen. Leider. Ich würde es auch nicht gern tun. Aber mir bleibt momentan nichts anderes übrig. Auch wenn ich gerne was anderes machen würde. Naja. Schon traurig, wenn man das nicht hinkriegt. Aber das Spiel ist, finde ich, super. In der Hinsicht. Ne? Nicht alle auf Gradus-Seite sind schlecht. Sieht man ja, aber sie wird jetzt gerade gezwungen, dass sie wirklich das machen muss und beziehungsweise sie ist sehr pflichtbewusst. Leider blöd. Weil wir sie jetzt töten müssen, ne? Wäre schön, wenn wir es nicht täten. Oder beziehungsweise müssten. Okay. Dann muss ich da noch eine Runde warten. Bringt ja nichts, wir müssen ja sowieso alle umnieten. Ja, ich dachte, ich habe jetzt gerade dieses Kill den Boss, Boss oder Anführer. Warte mal, dann kann ich sie ja sofort umbringen. Ich bin manchmal wirklich schwer vom Begriff, ey. Alter. Aber mal so richtig schwer vom Begriff. Ach, hast auch einen Langspeer. Steht ja trotzdem. So, dann müssen wir nur noch nach oben.
So, den Heiler brauchst du nicht mehr. Oh, cool, ein Energiering. Ist ja nicht egal. Ja, wie gesagt, ist komplett schnuppi. Scheiße. Ach, klasse. Trifft auch mal wieder nicht. Was ist das denn? Jo. Sorry, Selena. Man könnte jetzt noch das geheime Gespräch zwischen Duanel und Selena machen, als auch Abraham und Selena. Im Endeffekt, sie kommt, beziehungsweise, sie kommt einfach nicht zu uns. Fertig. Wir müssen sie erledigen. Wie gesagt, wenn ihr mal eine andere Möglichkeit hättet, sie zu rekrutieren, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Also ich weiß, es gibt eine Version, aber das ist nicht wirklich sie. Aber dazu eventuell später. Also ich meinte jetzt in diesem Kapitel, ob man sie bekommt. Irgendwie. Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich wüsste es mal gerne. Ich wüsste es jetzt, weiß es nicht. Gut. Boah. So, jetzt haben wir sie erledigt. Ich bin so müde. Nun werde auch ich schlafen, beziehungsweise schlafen.